Moin, Flexdoc hier. Die Überraschungsmaus des letzten Jahres, die niemand hat kommen sehen von Lamzu, die Lamzu Atlantis, hat jetzt eine Mini-Variante bekommen. Schauen wir mal nach dem Intro, was das Ding so kann. Außer kleiner sein. Wie auch schon beim großen Bruder ist auch bei der Atlantis Mini das Auspacken eine Freude und sorgt direkt für gute Stimmung. Von der lassen wir uns aber nicht beeinflussen, sondern bewerten die Maus wie alle anderen auch schonungslos objektiv. Fangen wir also zunächst damit an, was zur großen Atlantis gleich ist. 33-95 Sensor, klar, aber ohne den Idle Delay out of the box von 15 Millisekunden, nachdem sich die Maus mehr als 5 Sekunden in Ruhe befand. Bei der großen Atlantis wurde dies durch ein Firmware-Update gelöst, bei der Mini können wir kein ungewöhnliches Delay messen. Das Coating ist zumindest in der weißen Version, die uns vorliegt, identisch und sehr gut zur ersten weißen Version. Verbaut wurden wiederum Huano-Switches mit einer Main-Button-Implementierung, die nicht unbedingt leicht ist, aber auf jeden Fall sehr okay. Die Klicklatenzwerte ermittelt im Human Benchmark-Test sind nahezu identisch. Mit 163 Millisekunden rangiert die Mini genau wie schon die normalgroße Version im guten Bereich. Optisch sowie technisch ist die Atlantis Mini also im Prinzip identisch zum größeren Bruder. Die Unterschiede lauern im Detail. Als da wären, neben dem nicht mehr vorhandenen Sleep Delay out of the box, die Seitentasten. Die Seitentasten der ersten Atlantis waren zwar schon gut, hatten wenig Pre-Travel, aber eben deutlich Post-Travel. Die hintere Seitentaste ließ sich also sehr weit hineindrücken, nachdem der Klick bereits ausgelöst wurde. Dies ist für einen einmaligen Klick kein Problem. Es kann aber zum Problem werden, wenn die Seitentaste gespammt wird und sich das wiederholte Drücken der Taste in dem Bereich nach dem Klick befindet. Das kommt nur in Grenzbereichen vor und nur bei Gamern, die zum Verkrampfen neigen und eben die Taste weit reindrücken. Das ist eine Sache, die bei der Mini jetzt behoben und ins Gegenteil verkehrt wurde. Die Taste hat jetzt nicht nur keinen Pre-Travel, sondern auch überhaupt keinen Post-Travel mehr. Man erlebt also fast nur noch die Travel-Distance des Switches. Mir gefällt das sehr gut. Erste Änderung also schon mal optimal gelungen. Nächste Änderung ist logischerweise die Größe. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber eine Mini-Variante rausbringen kann man auch versauen. Ich denke da jetzt an die Deathadder Mini von Razer, die blödsinnig klein war. Eine sehr große Palm-Grip-Maus in einer Miniaturgröße für Hände im Embryonalstadium herauszubringen, war jetzt nicht so die Meisterleistung. Oder auch mein Lieblings-Mods-Kandidat, die Model O meines. Ziemlich klein, aber vor allen Dingen zu schmal im Verhältnis zur Länge, da sie einfach im Verhältnis zur großen Model O prozentual geschrumpft wurde. Hier bei der Atlantis hat Lamzu das aber perfekt gelöst, wobei natürlich auch schon die erste Atlantis vom Shape her sehr gut war. Die Mini ist deutlich kleiner, aber vor allem eher kürzer als schmaler und auf die Form perfekt angepasst, so dass man mit großen bzw. breiten Händen sich trotzdem sofort bei der Mini wohlfühlt. Komischerweise. Man hat dann aber auf Wunsch eben einen größeren Spielraum im Palm, was bei vertikalen Bewegungen im Spiel von Vorteil sein kann. Ich mit meinen 18,5 x 11 cm großen Händen kam sofort mit der Mini perfekt klar, obwohl die große Atlantis eigentlich besser passt. Der Spielraum in der Handinnenfläche ist aber ein entscheidendes Argument, wegen dem ich trotz der breiteren Hände zur Mini-Version greifen würde. Abhängig von der Größe hat sich natürlich auch das Gewicht verändert. Die Mini wiegt jetzt nur noch 50,2 Gramm im Gegensatz zu den ebenfalls sehr leichten 55 Gramm der großen Atlantis. Bei den Glides kommt die Mini jetzt mit 4 kleinen statt 2 großen Mausfüßen. Das ist vollkommen in Ordnung, da die Größe der Auflagefläche keinerlei Einfluss auf die Höhe der Glide-Reibung hat. Die hinteren Mausfüße sind jetzt aber weiter außen angebracht, da sich einige User bei der vorigen Atlantis beschwert hatten, dass die Atlantis hinten etwas zum Kippeln neigt, da der große Glide hinten nicht breit genug war. Eine Sache, die wir hier nicht als Problem gesehen haben, aber es zeigt trotzdem, dass Lamzu sich offenbar auf die Fahnen geschrieben hat, auf die Community zu hören und eben schnell zu reagieren. Was gibt es also festzuhalten bei der Lamzu Atlantis Mini bzw. was ist unser Fazit? Man kann es nicht anders sagen, eine eh schon sehr gute Gaming-Maus wurde noch weiter verbessert. Post-Travel bei der Seitentaste wurde behoben, eventuelles leichtes Kippeln der Maus durch andere Glide-Positionen wurde behoben, Idle Delay out of the box nicht mehr vorhanden. Es fällt also schwer, irgendetwas zu meckern zu finden bei der Lamzu Atlantis Mini.
Aber was sollen wir machen? Es ist, wie es ist. Wir können uns ja nichts ausdenken. Das Einzige, was man vielleicht anbringen könnte, ist die nicht ultra perfekte Gesamtklicklatenz, die uns etwas enttäuscht. Aber seien wir fair. Dass eine Maus mit extrem geringen Latenzen um die Ecke kommt, ist ja selten. Die meisten zuletzt veröffentlichten Mäuse rangieren in diesen Regionen, wo sich auch die Lamzu-Mäuse befinden. Da war die große Überraschung bei den Corsair-Mäusen mit dem Axon-Chip, die ganz oben in der Liste der geringsten Klicklatenz lag. Besonders die M65 Ultra mit dem extrem leichten Klickverhalten, die besonders mir sehr gut gefallen hat. Nur, dass das leider das Einzige war, was an der Maus gefallen konnte. Oder, klar, die neuen Razer-Mäuse, die irgendwie in der Hinsicht unschlagbar sind. Oder auch die oft übersehene TUF M4R, die eine extrem niedrige Klicklatenz hat. Aber wie auch immer, das beliebte Shape der XM1 in der Atlantis und das von vielen gewünschte XM1 Mini Shape in der Atlantis Mini wird sicher viele Freunde finden. Zu Recht. In diesem Sinne, sehr gut gemacht Lamzu, wir sind gespannt auf die Lamzu Thorn, die erste Ergo-Maus von Lamzu, die bald herauskommen soll. Blackstock